In Berlin-Marzahn wird Hanna Sollmann mit ihrer Zellengenossin Betty Scherf aus dem Gefängnis entlassen. 4 Jahre lang saß die 39-Jährige unschuldig hinter Gittern, weil sie sich zu einer Brandstiftung bekannt hatte, die ihr Mann Felix beging. Der Familienvater hatte aufgrund finanzieller Probleme sein Möbelgeschäft in Brand gesetzt, um die Versicherungssumme zu bekommen. Während die blonde Betty von ihrem Freund abgeholt wird, wartet Hanna vergeblich. 4 Jahre hat die Mutter ihre heute 14-jährige Tochter Nora nicht gesehen, weil sie laut Kindesvater nicht ins Gefängnis wollte. So, das ist Hanna. Hanna, das ist Harry. Hi. Mit der ich mal eine Zelle geteilt. Ah, ja, alles klar. Danke, Schatz. Sag mal, alles okay bei dir? Ja, ja. Wo ist denn dein Typ und dein Mädchen? Tja, mein Mädchen müsste jetzt schon Teenager sein. Und wo mein Mann ist, weiß ich auch nicht. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Du, aber den Termin haben die schon registriert, oder was? Ja, will ich doch mal schwer hoffen, oder? Du, sollen wir dich ein Stück mitnehmen? Nee, lass mal. Pass auf, guck dir mal das Wetter an. Kann auch sein, dass die echt im Stau hängen jetzt. Nee, ich ruf den gleich mal an. Aber ich warte hier noch ein bisschen. Das wird schon. Ja, die werden schon kommen, klar. Siehst du, wir stehen voll im Halteverbot. Müssen langsam Dampf machen, dann abzwischen, das kriegt man ein Ticket. Ja, warte kurz. Du, ich geb dir die Telefonnummer von mir. So, du kannst mich jederzeit anrufen und du weißt ja, ich war schon öfters drin, ne? Ja. Und ich kann dir da ein paar Tipps geben, damit du besser klarkommst, okay? Machen wir das. Okay. Okay. Also Hanna ist eine ganz Liebe. Die hat ganz schön gelitten im Knast. Die hat 4 Jahre lang ihre Tochter nicht gesehen. Ich hoffe, jetzt klappt das alles mit ihrer Tochter, dass sie keine Probleme mehr hat. Aber auf ihren Typen ist überhaupt kein Verlass. Genau. Den würde ich ja tierisch eine Ansage machen. Da Hanna ihren Ehemann Felix nicht erreichen kann, ruft sie in ihrer Not Anwältin Helga Nachtigall an. Von ihr wurde sie vor 4 Jahren bei der Verhandlung vertreten. Rechtsanwältin Nachtigall nimmt sich Zeit für die 39-Jährige und begleitet sie nach Hause. Dort muss die Juristin gleich wieder ihre Mandantin unterstützen. Was ist jetzt? Geht nicht? Hat ihr Mann die Schlösser ausgetauscht und Ihnen das nicht gesagt? Nee, so komisch. Stimmt doch was nicht hier. Was ist denn hier los? Oh Gott. Wer sind Sie denn? Wo ist Felix? Felix? Ich bin erschrocken. Hier wohnt kein Felix. Sind Sie zwei Einbrecher oder Nein. was? Sind Sie betrunken oder was ist los mit Ihnen? Also bitte weder noch. Entschuldigen Sie bitte vielmals. Ich bin Rechtsanwältin und das meine Mandantin. Sie war mehrere Jahre im Ausland und eigentlich ist das Ihre Wohnung. Und kann gar nicht sein. Ich wohne seit 3 Jahren jetzt hier. Das ist meine Wohnung seit 14 Jahren. Völlig unmöglich. Und jetzt verschwinden Sie mal hier, sonst hole ich die Polizei, ja? Entschuldigen Sie bitte vielmals, aber haben Sie den Vormieter vielleicht kennengelernt? Ja, das war so ein Mann mit einer kleinen Tochter, vielleicht 10, 11 Jahre alt. Das ist Nora. Kann nur Nora sein. Und wissen Sie zufälligerweise auch noch, wo er hingezogen ist und können Sie uns da weiterhelfen? Nein, und jetzt, was ist hier eigentlich los? Ja, wir wollten das nur prüfen, ob wir irgendwie, ja. Also es tut mir leid, wenn hier irgendwelche Missverständnisse sind. Ja, das ist aber das ist meine Wohnung und es bleibt sie auch. Also schönen Tag noch. Tschüss. Soll sie auch bleiben. Tschüss. So, okay. Und jetzt? Ja, das frage ich mich jetzt auch. Sie haben Ihren Mann telefonisch nicht erreicht? Nee, die ganze Zeit schon nicht. Die ganze Zeit nicht. So, also das versuchen Sie bitte auf jeden Fall weiter, Frau Sollmann. Und ich versuche beim Einwohnermeldeamt die neue Adresse rauszubekommen. Ja. Aber was machen wir denn jetzt? Wie kommen Sie denn jetzt irgendwo unter? Wo könnten Sie denn jetzt wohnen? Vielleicht bei meiner Schwester Anke, keine Ahnung. Ich verstehe jetzt wirklich nicht, was hier gerade los ist. Felix ist einfach so umgezogen, ohne mir einen Ton zu sagen. Der war fast jeden Tag bei mir im Gefängnis. Und jetzt? Jetzt kann ich nur noch hoffen, dass Anke was weiß. This is the end in fire, then we shall burn together. Ihr Mann Felix ist mit der gemeinsamen Tochter Nora spurlos verschwunden. Die Wohnung inzwischen anderweitig vermietet. Der schockierten Mutter bleibt als einzige Zuflucht nur noch ihre 10 Jahre jüngere Schwester Anke Schubert, zu der sie noch nie ein gutes Verhältnis hatte. Du bist raus? Das weiß kein Mensch. Ich wusste nix. Nee, schön, dass du da bist. Du wusstest nix und Felix wusste auch nix, weil er hat mich noch immer abgeholt. Ich habe versucht, Felix zu erreichen. Ich wollte wissen, wann du entlassen wirst. Dein Termin stand in Kürze an. Felix kriege ich nicht am Telefon, der geht erst ja nicht dran. So, warte, lass uns erst mal reingehen hier. Komm, ich mach den Tee. Nee, lass doch mal mit dem Tee, ich hab nämlich jetzt gerade mal die Schnauze voll. So, Felix kriege ich nicht am Telefon, ich war bei mir zu Hause. Die ist vermietet, die Bude, was geht hier ab? Ich will das jetzt mal endlich wissen. Ist jetzt scheiße, was ich dir erzählen muss. Der Felix ist mit Nora vor 3 Jahren schon zu seiner neuen Freundin gezogen. Und ich dusselige Kugel für den Knast, oder wie? Was meinst du damit?
Boah, warte, ich muss mal grad setzen. Dann muss ich es erstmal verdauen. Also, ich war's nicht mit dem Brand. Das war Felix damals. Der wollte die Versicherung abzocken. Und ich, dumme Kuh, geh für den in den Knast, halt den Kopf hin, weil der mir einpläult, seine Mami ist ja so schwer krank und die muss er pflegen. Dann nimm mal meine Anwältin, der weiß davon. Keiner, ich habe ja jedem vertraut. Warum hast du mich so wenig so stehen lassen? Du hättest mir doch was sagen können, Mensch. Das tat mir so leid. Du hattest schwierige Zeiten. Du hast im Gefängnis gesessen. Ja. Und das bricht mir das Herz. Und dieser Knast hat mich nur aufrecht gehalten wegen Nora. Wenn ich Nora nicht gehabt hätte, dass ich mich erinnere, dass die mich in den Arm nimmt, wäre ich da auch drin versagt. So. Und jetzt muss ich sterbensdringend zu meiner Anwältin. Das ist nämlich die Einzige, die mir jetzt aus der ganzen Scheiße raushelfen kann. Ehrlich, ich hab mal gerade die Schnauze voll hier. Ich kann ja gar keine Menschen mehr vertrauen. Es tut mir leid. Noch am selben Tag trifft sich Hanna mit Anwältin Helga Nachtigall in einem Café, um ihr die Wahrheit über die Brandstiftung zu erzählen. Denn sie ist nicht mehr bereit, ihren untreuen Ehemann zu decken. Kurz vor dem Treffen war die Juristin beim Einwohnermeldeamt, um die Adresse des untergetauchten Gatten zu erfragen. Also beim Einwohnermeldeamt habe ich heute natürlich niemanden mehr erreicht. Da waren die Sprechzeiten schon zu Ende. Aber morgen werde ich dann noch mal hingehen und dann bekomme ich auch die Adresse ihres Mannes raus. In der Hoffnung, dass der sich dort auch umgemeldet hat. Oh, das ist schon mal eine gute Nachricht. Dafür habe ich allerdings eine ganz schlechte. Ich muss Ihnen nämlich eine Beichte ablegen. Eine Beichte ablegen? Na, dann legen Sie mal los. So, damals mein Geständnis und die Brandstiftung, das war eine Lüge. Also es war Felix damals und ich habe meinen Kopf hingehalten, weil er immer und immer wieder mir eingepläult hat, er müsste zu Hause auf seine Mutter aufpassen, weil die so sterbenskrank ist. Na toll. Ich gratuliere Ihnen, Frau Sollmann. Also entschuldigen Sie bitte, wenn ich das so sage, aber wie dämlich muss man eigentlich sein? Das kann nicht ernst sein. Ich war halt so dumm, ich hätte mich selber in den Arsch treten können. Das andere Problem ist, mein Mann hat eine neue Freundin. Na toll. Ja, das heißt, er ist weg mit meiner Tochter Nora. Und wenn ich die nicht bald irgendwie sehe, drehe ich total durch. Da hat meine Frage an Sie, können Sie irgendwie mir helfen, dass ich die beiden finde? Selbstverständlich, ist ja mein Job. Ich müsste jetzt einen Antrag stellen auf Wiederaufleben des Sorgerechts, das ja während der Haftzeit ruht. Momentan hat Ihr Mann ja das Sorgerecht allein. Mhm. Das Familiengericht prüft, ob dann die Voraussetzungen dafür vorliegen, ob man ihn das Sorgerecht übertragen kann. Ich denke mal, da gibt es vielleicht nicht so ein Problem. Für mich ist aber allerdings das Wichtigste, dass wir uns über die Strafsache unterhalten, und zwar über das Wiederaufleben dieses Strafverfahrens. Und dafür brauchen wir Beweise. Das Wiederaufnahmeverfahren wird nur geführt, wenn Beweise, neue Beweise vorliegen oder alte eben falsch bewertet wurden. Das müssen wir sehen. Und das müssen wir gemeinsam prüfen. Frau Sollmann hat eine Riesendummheit begangen. Und sie bereut sie natürlich auch. Jetzt geht es allerdings darum, Schadensbegrenzung zu betreiben und das Sorgerecht und das Aufenthaltsbestimmungsrecht für Nora zurückzubekommen, das momentan noch Herr Sollmann innehat. Also ich habe jetzt 4 Jahre darauf gewartet, dass ich endlich Nora wieder sehen kann. Und das lasse ich mir ganz bestimmt nicht von Felix kaputt machen. Am Abend hat sich Hanna mit ihrer ehemaligen Zellengenossin Betty Scherf zu einem Spaziergang verabredet. Seit ihrer Entlassung vor 10 Stunden hat die 39-Jährige einen Rückschlag nach dem anderen erlitten. Nun braucht sie eine vertraute Person zum Reden. Weißt du, ich bin gerade froh, aus dem Knast raus zu sein. Und jetzt wollte ich am liebsten wieder rein. Ach Quatsch, heb doch nicht gleich auf, bloß weil irgendwas schief läuft. Was schief läuft? Mir ist alles weg. Ich hab nichts mehr. Mein Kind ist weg, mein Mann ist weg, Wohnung weg. Ich hab nichts mehr. Was soll ich denn machen? Ja, Hanna, einfach kämpfen. Kämpfen um das, was du haben willst. Dein Kind willst du wieder haben. Ich kämpfe ja um Nora, das werde ich auch tun. Aber ich müsste eigentlich wissen, wo der wohnt oder wo die beiden wohnen. Weißt du, ich glaube, es gibt für alles eine Erklärung. Und da gibt es bestimmt auch eine für. Hanna, der hat dich die ganze Zeit verarscht. Der ist schon vorher, vor dem Brand mit seiner Schnitte zusammen gewesen. Der hat dich in den Knast geschickt, der hat dir deine Tochter weggenommen. Du musst kämpfen, einfach kämpfen. Mein Ex, Alter, hat mir meine Söhne weggenommen. Doch nicht mit mir. Dein Kerl, der muss richtig verletzt werden, richtig bestraft werden. Du kannst dir nicht alle dir fallen lassen. Nee, ich höre ja auch auf dich. Ist okay. Machen das schon. Ja. So, siehst du, so hörst du dich schon viel besser an. Ja, ist okay. Komm mal her. Ja. Okay? Ja, ist okay. Nein, los. Boah, das hat richtig gut getan, mit Betty mal zu quatschen. Mich hat man lange genug rumgeschubst. Und jetzt will ich endlich Gerechtigkeit. Anwältin Helga Nachtigall war inzwischen beim Einwohnermeldeamt und hat Felix neue Adresse herausgefunden. Gleich am nächsten Morgen fährt sie mit ihrer Mandantin nach Reinickendorf.
wo der Familienvater seit 3 Jahren mit seiner Freundin Jule Höchst lebt. Sie wollen ihn zur Rede stellen. Ja, darauf habe ich jetzt gewartet. Frau Sollmann, Schön, wir hatten eine Abmachung, mein Freund. Wir hatten echt eine Abmachung. Herr Sollmann, vorsichtig. Dürfen wir mit Ihnen reden und dürfen wir das Grundstück betreten? Ja, Frau Anwältin, gerne, wenn Sie Ihre Mandantin ein bisschen unter Kontrolle halten, ich dann versuch's. Ist das okay für mich. Ja. Ich versuch's, ganz ruhig bleiben. Ich gehe für dich in den Knast, komm raus und du hängst dir mit einer neuen Tussi rum. Was? Wieso Knast? Ach, du erzählst doch nur Quatsch, Beruf. Ich erzähl Quatsch. Na, wie lange läuft das denn mit euch zwei Tochtelteufchen schon? Vor der Zeit. Hast du mich deshalb abgeschoben oder wie? Abgeschoben? Ich weiß gar nicht, was du von mir willst. Den Brand hast du gelegt. Dafür bist du in den Knast gekommen. Du hast die Familie zerstört. Und mir das jetzt in die Schuhe schieben zu wollen. Hey, Fräulein, das ist ein bisschen armselig, oder? Armselig ist mir alles zu nehmen. Mein Kind, meine Wohnung. Wo ist Nora? Ich will die jetzt sofort sehen. Du wirst Nora nicht sehen, okay? Weil Nora will keinen Kontakt mehr zu dir. Und Frau Anwältin, Folgendes. Bitte verlassen Sie mein Grundstück. Ich sehe das jetzt als Hausfriedensbruch. Ich möchte hier einfach nur meine Ruhe haben. Ja? Herr Sollmann, mit Hausfriedensbruch, das ist nicht. Ich hatte Sie gefragt, ob wir das Grundstück betreten dürfen und Sie haben dem zugestimmt. Also das funktioniert nicht. Aber hören Sie mir bitte mal zu. Meine Mandantin hat auf jeden Fall das Umgangsrecht für ihre Tochter. Ja, das Sorgerecht haben wir bereits beantragt und das wird das Gericht auch genehmigen. Da bin ich absolut sicher. Und sie wird ihre Tochter wiedersehen. Und Sie sehen uns auch wieder. Seien Sie sicher. Alles klar, auf das Wiedersehen freue ich mich dann schon. Okay, und ich glaube nicht, dass ein Gericht wirklich dir als Ex-Knacki das Sorgerecht zuspricht. Ex-Knacki? Weißt du, was ein Ex-Knacki dazu sagt? Den hier kannst du dir irgendwo hinschieben. Arschloch. Kommen Sie, es hat keinen Zweck. Schönen Tag noch. Komm her, wir gehen rein. Frau Sollmann, nun kommen Sie, warten Sie doch mal. Ich kann ja verstehen, dass Sie aufgebracht sind. Unfassbar, echt. Unfassbar. Ja, beruhigen Sie sich. Beruhigen Sie sich. Ich kann das wirklich verstehen. Aber der ist ja ganz schön frech und auch sehr selbstbewusst. Und gegenüber seiner Freundin hat er ganz schön auf den Kopf. Ja, und dann ist die Nächste, die dran ist. Ich habe dem die ganze Zeit immer vertraut. Ich kenne den 15 Jahre lang. Der hat mich 15 Jahre lang verarscht. Und der wird dafür büßen. Das schwöre ich. Ich weiß nur noch nicht, wie. Ich bin so geladen, ne, ehrlich. Das kann nicht sein. Das glaube ich Ihnen ja. Aber zuerst müssen wir beweisen, dass Sie unschuldig sind und dass Sie den Brand nicht gelegt haben. Das alleine nur, das zu behaupten, das genügt nicht. Wir müssen also neue Beweise bringen, um ein Wiederaufnahmeverfahren überhaupt zu ermöglichen. Und das ist das Entscheidende jetzt und das Erste, was wir tun müssen. Ja, aber ich warte doch nicht. Er wartet doch. Ja, das Behaupten nutzt nicht. Wir müssen es beweisen, Frau Sollmann. Ja, dann müssen wir drum kämpfen. Das werden wir ja tun. Und nicht um Felix, sondern um Nora will ich kämpfen. Dann denken Sie daran, dass Ihr Mann natürlich die ganzen 4 Jahre, während Sie in Haft saßen, das Kind gegen Sie aufgebracht hat. Und es wird nicht einfach für Sie. Und das ist die größte Angst, die ich habe. Das glaube ich. Ich habe Angst, dass Nora mir nicht glaubt. Das muss ich die unbedingt treffen. Ich muss mit der reden und ich denke mir, vielleicht verzeiht sie mir dann. Aber wen soll ich mich wenden? Würden Sie mir denn helfen? Ja, natürlich, natürlich. Deswegen sage ich ja. Also den Antrag habe ich schon gestellt. Und dann müssen wir sehen, wie das Gericht entscheidet. Okay, nun kommen super. Sie mal. Ja? Nun gehen wir mal. Und dann beruhigen Sie sich erst mal wieder. Seit 2 Tagen wohnt Hanna bei ihrer Schwester und sie ist froh, dass Anke ihr in dieser schweren Zeit zur Seite steht. Gemeinsam mit Anwältin Helga Nachtigall wollen sie nun Hannas Unschuld beweisen. So, also ich muss Sie enttäuschen. Ich habe nichts, danke, ich habe nichts herausgefunden. Ich habe also wirklich die Akte von vorne bis hinten durchgewühlt. Ich habe mir auch Kopien gezogen. Es war nix, gar nichts. Also es gibt keinen Beweis dafür, dass Ihr Mann den Brand gelegt hat. Es tut mir leid. Wir sollten die ganze Sache mal anders aufziehen und mal in eine ganz andere Richtung denken. Bis jetzt habe ich also gesucht, ob ich etwas in den Akten finde, dass Ihr Mann den Brand gelegt hat. Wir sollten mal darüber nachdenken, was wir für Beweise finden, dass Sie den Brand nicht gelegt haben. Sie den Brand nicht gelegt haben. Ja, was heißt das? Ja, durch Ihr Geständnis hat ja das niemand überprüft. Ja. Also, was haben Sie denn an dem Abend gemacht? Boah. Am Tag, am Abend, überlegen Sie mal, jedes Detail kann jetzt wichtig sein. Ich kann mich nur daran erinnern, dass Felix mir gesagt hat, er wäre mit einem Kumpel unterwegs. Ja. So. Und von dem Brand selber, da habe ich erst am nächsten Morgen was erfahren. Und wo war Ihre Tochter an dem Tag? Nora war auf Klassenfahrt. Die war gar nicht da. Und jetzt am Tag, was ist da so alles passiert? Also da sturmfrei hat, da habe ich einen Wellness-Tag gemacht und bin außer mittags einkaufen, sonst habe ich ja nichts gemacht, bin ich zu Hause geblieben. Und da haben Sie auch beim Einkaufen niemanden getroffen? Hat Sie niemanden gesehen? Doch, Martha. Martha habe ich getroffen. Wer ist Martha? Martha ist eine ganz alte Arbeitskollegin von mir und wir haben uns im Supermarkt echt nach langer Zeit jetzt gerade ewig durch Zufall wieder gesehen. Ja. Und dann haben wir spontan ausgemacht, dass wir uns abends dann auf dem Glühwein treffen. Aha. Ja.
Also, Frau Sollmann, das ist es doch. Und was haben Sie da gemacht zum Glühwein trinken? Ja, aus einem Glühwein sind dann 2, 3 geworden. Das heißt, wir waren bis morgens früh waren wir auf Tour. Na, das ist doch der Beweis, den wir die ganze Zeit brauchen, Frau Sollmann. Ich bitte Sie. Und wie heißt diese Martha? Martha. Martha. Oh, Martha Quell! Aha, gut. Haben wir noch da eine die Stadt vergessen konnte. Martha Quell. Okay. Haben wir noch eine Eselsbrücke, dass Ihnen einfällt, wo die Martha Quell wohnt? Nee, keine Ahnung. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Gut. Dann schlage ich jetzt vor, denn das ist ja nun ganz wichtig, dass ich zum Einwohnermeldeamt gehe und versuche, die Anschrift dieser Martha Quell herauszufinden. Und dann sehen wir mal weiter. Das mache ich jetzt sofort und gleich und überhaupt. Also kein Wunder, dass ich das mit Martha vergessen habe. Aber das ist auch schon Jahre her. Und wenn Martha das jetzt auch noch sagen könnte, dass ich mit ihr den ganzen Abend unterwegs war, wäre ich aus dem Schneider. Und jetzt muss ich das dringend Nora erzählen. Sofort fährt Hanna nach Reinickendorf und wartet nervös vor Felix Haus, um Nora abzufangen. Sie ist sich sicher, dass ihre einzige Tochter ihr endlich glauben wird und kann es kaum erwarten, sie in die Arme zu schließen. Doch es kommt anders, als sie denkt. Nora. Mama. Hallo, Schatz. Mama, was machst du denn? Hallo. Oh, wie ich dich vermisst. Mama, lass mich los. Ich will nichts mit dir zu tun haben. Noch fünf Minuten. Hör mir bitte zu. Was willst du? Du denkst, ich habe mit dem Brand was zu tun, aber Nora, das stimmt nicht, bitte. Ja, das hast du ja auch. Und ich habe schon von Papa gehört, dass du ihm jetzt alles in die Schuhe schieben willst. Das ist doch total irre. Nora, ich kann nichts dafür, ich war's nicht, glaub mir. Dein Vater hat immer gesagt, es wäre besser, du kommst nicht mich besuchen. Das wäre für dich zu eine große Belastung, bitte. Ja, ich habe mir das auch lang genug eingeredet, dass du das nicht warst. Aber du kannst ihm das doch jetzt einfach nicht in die Schuhe schieben. Sag mal, bist du total bescheuert? Nora, ich habe dir immer Briefe geschrieben, immer und immer wieder. Bitte, verzeih mir. Briefe? Ja, nee, ist klar. Komisch, dass ich keinen davon bekommen habe. Jetzt lügst du schon wieder. Wie keiner bekommen? Nora, du musst die bekommen haben, bitte. Ich weiß nicht, was dein Vater dir für Mist erzählt. Vielleicht hat er so unterschlagen. Bitte. Ja, klar. Ey, komm, du bist so peinlich. Nora, warum hast du mich denn so, Nora? Versuch mich doch ein bisschen zu verstehen. Bleib doch mal 5 Minuten, bitte. Ey, das fragst du mich jetzt? Du hast dich nie bei mir gemeldet. Nach 4 Jahren kommst du jetzt auf einmal hier an und tust, als wäre alles okay. Ja, aber ich hab dir gesagt, ich hab dir immer Briefe geschrieben. Ja, klar. Nora, bitte hör mir doch zu, bitte. Doch die 14-Jährige hat längst keine intakte Beziehung mehr zur Mutter. Vom Vater manipuliert, empfindet sie nur noch große Ablehnung. Meine Mama war 4 Jahre lang nicht für mich da. Und jetzt steht sie einfach wieder so vor mir. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Sie macht mit ihrem ganzen Quatsch jetzt alles nur noch schlimmer. Hanna Sollmann ist vor 5 Tagen aus dem Gefängnis entlassen worden und hat Besuch von ihrer ehemaligen Zellengenossin Betty bekommen. Da erreicht sie einen Anruf von Anwältin Helga Nachtigall. Die Juristin hat sich dafür eingesetzt, dass Hanna das Sorgerecht für Nora zurückbekommt, das ihr nach der Verurteilung genommen wurde. Nur Vater Felix gibt sich nicht geschlagen und hat bereits das alleinige Sorgerecht beantragt. Betty, wenn Felix damit durchkommt, mit dem Sorgerecht, dann sehe ich Nora nie wieder, was mache ich? Mann, du kannst dein Kind nicht verlieren. Habe ich auch nicht vor, aber was soll ich denn machen? Du kennst doch Harry, ja, klar, der mich aus dem Knast geholt hat. Wir können Felix eine kleine Lektion erteilen. Warte. Na, Harry hat da ein paar Kumpels, die man lieber nicht kennen sollte. Und die reden nicht, sondern die handeln gleich, ja. Wenn du verstehst, was ich meine. Ich weiß, was du meinst. Ich kenne dich, ja. Mhm. Aber das, glaube ich, ist keine gute Sache. Hanna, mach die Augen auf. Er geht mit miesen Tricks um, dann können wir das auch, oder nicht? Betty, ich bin erstens nicht Felix, zweitens bin ich nicht kriminell und es reicht jetzt, okay? Ich verlasse mich da 100% auf meine Anwältin. Wir machen den Salat weiter, reden nie wieder drüber. Tu mir bitte den Gefallen, komm jetzt. Kein Bock mehr auf so eine Scheiß. Also Hanna ist viel zu gut für diese Welt. Wenn du nur beschissen wirst in dein Leben, irgendwann musst du selber mal anfangen zu bescheißen. Helga Nachtigall hat die Adresse von Martha Quell, der ehemaligen Arbeitskollegin ihrer Mandantin, herausgefunden. Gleich am nächsten Tag will sie sich gemeinsam mit Hanna von der Zeugin das Alibi bestätigen lassen, dass sie mit Hanna in der Brandnacht auf dem Stadtfest war. Doch nur Sohn Lukas ist zu Hause. Was macht am Umziehen? Da haben wir noch mal Glück gehabt. Ja, hoffentlich, ja. Da muss ich Sie leider enttäuschen. Meine Mama ist vor 1 Monat verstorben. Ach, du lieber Gott. Das tut doch, uns leid. Doch, leider. Sie hatte einen Schlaganfall.
An sich bin ich nur noch hier, um alles mit ihrem Haus abzuklären. Für Hannah bricht eine Welt zusammen. Martha war ihr einziges Alibi und damit der einzige Beweis für ihre Unschuld an dem Brand. Aber Anwältin Helga Nachtigall gibt nicht auf. Also wir kommen jetzt genau einen Monat zu spät. Jetzt habe ich keinen Beweis mehr. Ja, aber nun die Hoffnung noch nicht aufgeben. Wir sind noch nicht fertig. Hm? Soll man? Was? Nora ist im Krankenhaus? Nee, ich komme sofort. Sofort komme ich. Ich muss ins Krankenhaus. Nora hat einen Unfall. Was ist da passiert? Ich muss weg. Ja, Nora ich komme hinterher. Unfall.